Der Ernst-Abbe-Preis für innovatives Unternehmertum 2015 geht an Dr. Ute Bergner. Der Forschergeist von meiner Mutter ist, denke ich, darin begründet, dass sie hochgradig neugierig ist und Lust auf was Neues hat. Sie hat eine Vision vom Unternehmen und weiß, wohin die Reise gehen soll. Sie brennt selbst oft für die Sache und wenn jemand brennt, dann entzündet er natürlich auch ein Feuer auf der anderen Seite. Das bedeutet, über 10% der Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten an neuen Produkten und Ideen. Das ist ihr Anliegen und sie nimmt ihr eigenes erwirtschaftetes Geld, um Produkte für die Zukunft zu entwickeln. Ich sage immer gerne, Vacuum macht nichts. Und wir verdienen mit nichts unser Geld und je weniger drin ist, umso mehr kostet es. Wir beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit Vakuummesstechnik und Edelstahlbearbeitung, angefangen von dem Zerspanen mit einer hohen Präzision, Fügen und anschließend die Reinigung nach hohen Reinigungsstandards. Ich sehe uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich wachsen. Wir entwickeln uns in viele Nischenbereiche der Vakuumtechnik, wo wir der Innovationstreiber sind. Unter Innovation verstehe ich nicht nur technische Innovation, sondern Innovation im Rahmen des Firmenmodells. Dazu gehört, dass Menschen keinen Spagat machen müssen zwischen Beruf und Familie. Also hat sie einen Kindergarten gebaut. Damit ist jedem Mitarbeiter, der Familie hat, der kleine Kinder hat, die Möglichkeit gegeben, direkt vor Ort das eigene Kind in die Betreuung zu geben. Die Kinder sollen mit der Technik groß werden. Das heißt, wir holen auch mal aus der Produktion Ausschussware, bearbeiten das, basteln damit Instrumente oder Lichtschalter, je nachdem, wie kreativ die Kinder sind, was denen einfällt. Für meine Mutter hat der Nachwuchs im Unternehmen eine sehr hohe Bedeutung. 1992 hatte sie ja sehr bald 2 Azubis im Unternehmen. Heute sind wir bei 37 Azubis, was etwa 25% der Unternehmung ausmacht. Mir ist es grundsätzlich wichtig, dass jeder seine Stärken und seine Schwächen erkennt. Und es gibt durchaus auch einen Rahmen. Und innerhalb diesem Rahmen sollte jeder sich entwickeln können. Die Förderung durch Forderung und Unterstützung ist das Konzept von Frau Dr. Ute Bergner. Die Idee, die Highlights der Physik nach Jena zu holen, kam von meiner Mutter. Highlights der Physik ist ein Wissenschaftsfestival und ich fördere es, weil es junge Menschen an die Technik heranführt. Zwischenmenschliche Werte werden bei Vacuum großgeschrieben. Da geht es vor allem um Respekt untereinander und das tägliche Miteinander auf Augenhöhe. Und damit ist der promovierte Physiker genauso viel wert wie die Reinigungskraft, die jeden Tag dafür sorgt, dass jeder Besucher hier auch sieht, dass Precision und Purity unsere Marke ist.